Morgellon ist tatsächlich einer der letzten, wenn nicht sogar der letzte Song, der fertig geworden ist. Und witzig war, dass ich mit meinem Manager sehr oft darüber geredet habe, dass es eigentlich ein schönes Thema wäre, dass man da was drüber machen könnte, über diese ganzen Verschwörungstheorien, über diese ganzen Facebook-Blasen und wie Leute sich in so Fake News verlieren können, bis hin zur absoluten Paranoia. Und ich war immer sehr unsicher, ich fand das Thema sehr spannend, aber immer sehr unsicher, aus welchem Winkel man das jetzt angreift. So, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der für wahnsinnig selbstironische, überzogene Karikaturen der Gesellschaft bekannt ist, wollte jetzt aber auch nicht mit dem Zeigefinger durch die Gegend laufen und hatte das immer im Hinterkopf, wie will ich das denn jetzt machen? So, bin dann irgendwie nicht auf den grünen Zweig gekommen. Und dann gab es das Rock am Ring-Wochenende, wo gefühlt niemand in der Stadt war und auch Markus gerade an der neuen Drangsal-Platte am Arbeiten war. Und ich habe die ganze Zeit Rock am Ring gestreamt und habe die ganze Zeit so überlegt, wie mache ich das jetzt, wie mache ich das jetzt, wie mache ich das jetzt. Hab dann die großartige Novelle von Jan Wehn gelesen, die heißt auch Morgellon, sehr empfehlenswert. Kann man auch hier, ist da wahrscheinlich, passe, ja, hier so. Hier kann man dann wahrscheinlich einen Link dahin kriegen. Hab das gelesen und es setzt sich witzigerweise exakt auch mit dem Thema auseinander. Und ich war so ein bisschen angezickt auch. Ich war so, aber jetzt hat der das doch richtig gut behandelt und ich habe es nicht hingekriegt. Bin wieder rüber an den Rechner, wo ich an einem Album weitergearbeitet habe die ganze Zeit und hatte eine E-Mail von dem jungen, aufstrebenden Produzenten Blut. Hatte ich einen Beat in der E-Mail drin und fand den Beat auch geil und der klang so ein bisschen so ein bisschen industrial, ein bisschen Skinny Puppy mäßig. Und das war einer der ganz seltenen Casper-Momente, die man an einer halben Hand abzählen kann, wo ich den Beat gehört habe. Und dann habe ich den in 15 Minuten runtergeschrieben. Und ich finde, das hört man tatsächlich auch raus, dass der einfach so, der ist relativ locker gerappt, der war sehr schnell geschrieben. Und ich bin daher sehr zufrieden, weil es einfach so ein sehr einfaches, ein sehr leichtes Erfolgserlebnis war. Und das Grundgerüst haben wir so fertig gemacht, relativ schnell aufgenommen. Und diese ganzen C-Parts und diese ganzen verrückten, eingeschobenen Dinger und der Wurlitzer zum Schluss, das haben wir tatsächlich irgendwann in einem sehr abgelegenen Studio in Nauen, was so am Arsch der Welt ist, da gibt es nicht mal eine Bäckerei und Bushaltestelle und gar nichts, hat wirklich so morgens um 5 so reingejammt und dann war der Song fertig und finde ihn sehr, sehr, sehr gut. Hat sehr lange gedauert, sich das rein zu brainen, wie man das dann machen will. Und dann hat sich das einfach so entladen.